Hallo zusammen, darf euch wieder begrüßen zum nächsten Video. Dieses Mal geht es um die Zeit der Märtyrer, also die heiße Phase am Gericht an den Lebenden und um das fünfte Siegel. Da will ich euch genaue Zeitpunkte vorstellen und ja, ein bisschen detaillierter ins Detail gehen und das auch am Himmelszelt euch zeigen, verbunden natürlich wieder mit dem Wort Gottes. Aber möchte ganz kurz nochmal zu meinem letzten Video eine Kleinigkeit hinzufügen. Das letzte Video war mit dem Titel Die Vollendung der 70. Jahrwoche. Also es geht um diese 70. Woche oder beziehungsweise um den Schwur Jesu, wo er sagt, es soll keine Zeit mehr sein. Und das Schwören bedeutet ja, wie im letzten Video erklärt, mal 7 nehmen und deswegen zusätzliche 7 Jahre, die am Gericht an den Lebenden, ja, circa 2023, 24 bis 30, 31 von Jesus gewährt werden. Also da herrscht noch eine Zeit der Gnade. Er wird als Fürsprecher noch im Heiligtum sein. Und da möchte ich euch noch was zeigen. Matthäus 18, Vers 21. Dann werde ich ab 21, Vers 21 werde ich vorlesen. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Also er fragt Jesus, ob er 7-mal seinem Nächsten vergeben muss und beim 8. Mal nicht mehr, ja. Und diese 7-mal, die erinnern ganz stark an 7 Jahre. Und die Gemeinde Philadelphia, die hat 2016 ein Opfergebet gesprochen, um, ja, dass der Jesus noch nicht kommen soll oder bitte noch nicht kommen soll oder dass der Vater ihn noch nicht senden soll und dass er doch bitte nochmal eine Orionstunde, quasi 7 Jahre an Gnadenzeit, gewähre. Also, das erinnert stark im Prinzip an diesen von Petrus, sagen wir von Gemeinde Philadelphia, mit fragt bis 7-mal, also 7 Jahre. Und dann, also diese weitere Gnadenzeit von 2016 bis 2023 mit 7 Jahren. Und dann wäre quasi der Tag des Herrn angebrochen. Und dann spricht Jesus zu ihm: Nicht sage ich dir bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Und das ist jetzt diese Anspielung, das was ja in diesem Zeichen des Menschensohnes dargestellt ist. Entschuldigung, das ist der Gerichtszyklus, auf den ich später eingehen werde. Hier haben wir die Abbildung. Hier haben wir wieder diesen K2-Pfad, also diesen roten Pfad, dieser Komet. Also es sind ja zwei Kometen, wo diesen Walfisch oder diesen Fisch hier zeichnen, formen. Also dieses Zeichen des Jona, beziehungsweise das Zeichen des Menschensohnes. Und da sehen wir in diesem Ziffernblatt ja die 7, wie im letzten Video erklärt. Und diese Sonnenfinsternis hier erzeugt eine 0, also diese Corona, ja, die erzeugt wie so eine 0, diese Sonnenfinsternis. Also haben wir hier auf der Bahn diese 70 und oben wurde ja dieser Betelgeuse, also der rote Stern, durch den Asteroiden Leona 319 bedeckt und hat so im Prinzip darauf hingewiesen oder hat quasi den Orion als aktiviert mit der erhobenen Hand, also dieser Engel, der beschrieben wird in Offenbarung 10 und der diesen Schwur leistet. Und wie auch im letzten Video erklärt, bedeutet schwören mal 7 nehmen. Sozusagen sehen wir in dieser Kometenbahn K2 diese 70 mal 7 repräsentiert. Und auch, ja, nochmal zur Wiederholung, in dieser Kometenbahn E3 sehen wir also hier statt Multiplikation in der roten Kometenbahn, sehen wir hier in der weißen Kometenbahn eine Addition, weil hier ja das Kreuz dargestellt ist in der Pendeluhr. Hier haben wir die 6 und auch die Sonnenfinsternis, das 60 plus 9 gibt 69. Also höchstwahrscheinlich ist die 69. antitypische, typische Jahrwoche. Am 28. Mai, wo der Pendel zum zweiten Mal angeschlagen wurde, wurde diese beendet. Und Jesus Christus hat in diesem Aufwärtspfad, von diesem K2, durch diesen Schwur angedeutet oder angezeigt, dass nochmals weitere 7 Jahre oder maximal 7 Jahre an Gnadenzeit da sein werden. Deswegen fragt ja auch Petrus, wie viel Mal muss ich meinem Nächsten vergeben? Also, wenn ich jemanden noch vergeben kann, der gesündigt hat, dann ist noch Gnadenzeit da. Und deswegen ist Jesus Christus hier dargestellt im Orion noch weitere maximal 7 Jahre als Hohepriester
in seinem Amt tätig, also der Mittler zwischen Mensch und zwischen Gott. Das wollte ich einfach nochmal zusätzlich anfügen oder beifügen als Ergänzung. Okay, dann möchte ich jetzt auf die Siegel eingehen, bevor wir dann wirklich zum wahren fünften Siegel oder Start, also die zweite Phase des fünften Siegels, so muss man sagen, eingehen, möchte ich kurz noch das erste, das zweite, das dritte und das vierte Siegel erklären, woher das rührt. Und dann auch noch auf das fünfte und sechste und das siebte Siegel im Zeichen des Menschensohnes eingehen, also das sich erfüllt hätte, wenn Jesus Christus, also wenn wirklich alle, wenn die gesamte Ernte eingefahren worden wäre, ja, wie sich das im Prinzip erfüllt hätte, diese drei Siegel. Was sich aber nicht erfüllt hat, da weitere 7 Jahre im Prinzip gegeben werden. Aber wir werden jetzt dann auch danach sehen, wann wirklich sich das fünfte Siegel, also der zweite Teil des fünften Siegels, so muss man sagen, oder die heiße Phase des fünften Siegels, also wo quasi dann wirklich die restlichen Märtyrer eingehen, wann dies zu tragen kommt oder wann das beginnt. Okay. Jetzt muss ich mal kurz das richtige Bild einblenden. Das ist dieser Gerichtszyklus, den wir jetzt brauchen. Die Orionuhr, in der Orionuhr sind diese drei Sterne, also es ist wieder die Abbildung vom Orion und dieser Orion ist letzten Endes eine Uhr. Und im Zentrum ist dieser Stern Alnitak und Alnitak bedeutet, also diesen arabischer Name oder Bezeichnung und bedeutet übersetzt ins Deutsche der Verwundete. Also es ist letzten Endes eine Darstellung der drei Gottheiten durch diese drei Sterne. Links Alnitak, der Verwundete, der ist Jesus, in der Mitte natürlich Gott der Vater, der die Zeit ist. Und hier Mintaka, der Heilige Geist. Wie man jetzt hier sehen kann, mit Alnitak geht von dieser Uhr quasi im Zentrum sind immer die Zeiger, wo weggehen, geht nach außen, gehen diese Uhrzeiger weg. Ja, also vier quasi für diese Außensterne, bete zu diesem Außenstern, bete Kreuze, Bellatrix, Rigel und Seif, also das sind die Fußsterne vom Orion oder die Fußwunden, wird der Jesus dargestellt, ja, mit seinen Wunden. Hier ist der Orionnebel, das ist diese Seitenwunde, wo das Blut und das Wasser aus seiner, mit dem Speer quasi verursacht wurde, wo das Wasser und das Blut auslief. Und hier oben haben wir diese, ja, Handwunden, kann man sagen, oder beziehungsweise, ja, Schultersterne, sagt man dazu. Also Bete Kreuze und Bellatrix. Und wenn man diese Linien miteinander verbindet, also ich auf diese Thronlinien, diese roten hier, die heißt Thronlinie, auf die möchte ich jetzt nicht gerne, möchte ich jetzt in diesem Video nicht drauf eingehen. Das sind auch wichtige Daten. Aber diese vier Außensterne, das sind sozusagen die vier Siegel, wo man auch hier anbringen kann, die vier ersten Siegel. Und das startete 1846, wie schon im letzten Video ganz kurz oder ja, erklärt. Jesus Christus war bei seiner Auferstehung 33 nach Christus, fuhr in den Himmel auf und ging dann in den Tempel, in das Heilige des Tempels ein. Und war dort bis zum Jahre 1844 und dann gibt es eine kurze also Überlappungsphase oder Übergangsphase von 1844 bis 1846, wo er dann als Hohepriester vom Heiligen in das Allerheiligste überging. Und dort seine Fürsprachedienst quasi startete. Und das sind ja diese Phasen, wo in der Bibel, ja, in der Bibel beschrieben steht, das Gericht an den Toten und an den Lebenden. Also 1846 begann das Gericht an den Toten. Das ist auch im letzten Video, habe ich es erklärt, woher diese 168 Jahre herrühren. Und ja, diese 168 Jahre, das ist diese Gesamtdauer der Zeit des Gerichts an den Toten. Also von 1846 bis ins Jahr 2014. Und da sind eben diese vier Siegel oder die vier Reiter der vier ersten Siegel angeordnet. Im Jahr 1846, deswegen auch diese Übergangsphase von 2 Jahren, war das erste Jahr, wo dann quasi die ja, treuen Gläubigen, die weiter an ja, an diese milleritische Botschaft, Milleritenbotschaft geglaubt haben. Die haben dann erkannt, ja, weil Gott ihnen das gezeigt hat, durch den Geist, durch den Heiligen Geist, dass das vierte Gebot der Sabbat ist.
Und haben dann ab diesem Zeitpunkt ging dann das reine Evangelium, dieses deswegen auch dieses weiße Pferd, also mit dem Bogen und mit der Krone, er ging siegreich, siegreich reitete er aus, ja, um zu siegen, dieser Reiter. Und das war wieder das hergestellte Evangelium mit allen 10 Geboten, die dann, das dann die Adventgemeinde auch mit diesem Heilig, mit der Heiligtumslehre und mit dem 4. Gebot, dem Sabbatgebot, in die Welt trugen, ja. Da gibt es auch diese 3 Engelsbotschaften dazu. Kann sich jeder im Internet auch dazu mal informieren, was das bedeutet, aber auf das möchte ich jetzt nicht detaillierter eingehen. Dann das zweite Siegel hat sich dann 1914 geöffnet. Was man dazu sagen muss, das wird auch genau diese Szene oder dieser Prozess wird auch beschrieben, also ab 1846 oder von 44 bis 46 wird auch beschrieben in Offenbarung 4 und 5, also das ist die Thronsaalvision. Und dort wird ja Jesus Christus, bekommt dann vom Vater auch das Buch der 7 Siegel überreicht. Deswegen öffnete sich das erste Siegel 1846. 1914 öffnete sich dann das zweite Siegel, das ist das rote Pferd, das für Krieg, Bruderkrieg, für Märtyrer, für Blut, ja, für Auseinandersetzung steht. Zu der Zeit, also ich münze das einfach jetzt auf den Adventismus um, weil diese Gerichtsuhr für den Adventismus eigentlich Gott ans Himmelszelt gestellt hat, aber natürlich auch für alle Kirchen, aber explizit für die Adventisten. Ja, 1914 war dann der Erste Weltkrieg und dann kamen die Kriegsdienstverweigerungen von den treuen Christen, also von diesen Adventisten. Und die wurden natürlich dann von der Mehrzahl, die nicht treu blieben, verfolgt, also von der STA. Und deswegen hat sich damals die Reformgemeinde quasi gebildet, also eine Absplitterung. Ganz kurz einfach nur erklärt noch zu diesem Siegel. 1936, das war das dritte Siegel, das schwarze Pferd, ja, war die Wirtschaftsdepression in der Zeit, also in den USA und Europa, also wo sehr, sehr viele Menschen auch hungerten, kein Geld hatten und die Lebenspreise durch diese Inflation extrem anstiegen. Kann man ja nachlesen, auch in der Bibel, im Offenbarung Kapitel 6, da sind diese Siegel, ersten vier Reiter beschrieben. Und 1986, dort öffnete sich quasi das vierte Siegel mit dem fahlen Reiter. Das steht auch für die Ökumene. Und ja, zu diesem Zeitpunkt haben eigentlich die einzigste protestantische Kirche noch, die gegen Rom protestiert hat, also die adventistische Kirche, fiel dann endgültig ab und hat sich eigentlich dann wieder verbrüdert, ja, mit der katholischen Kirche oder mit allen anderen Kirchen, mit der Mutterkirche hauptsächlich halt, ja, und haben am Gebetstreffen von Assisi für den Weltfrieden teilgenommen, was eigentlich ausdrücklich verboten ist mit abgefallenen Kirchen. Ja, von der Bibel kennt man das, dass man sich separieren sollte, getrennt halten sollte. Okay, das waren die ersten vier Siegel und die sind im Prinzip in diesem Gerichtszyklus, der über 168 Jahre, quasi von 1846 bis 2014 dauerte, ja, aufgeführt oder abgebildet sozusagen und auch symbolisiert. So, jetzt schauen wir uns das mal an, im Zeichen des Menschensohnes, wann das fünfte, sechste und das siebte Siegel geöffnet hätte werden sollen in dieser letzten Zeit, also 2023, 24. Bitte ich ganz kurz um Geduld. So, jetzt gehen wir nochmal in den Orion mit dem Stellarium. Wie man hier sehen kann, wird der Orion, das ist ja diese Uhr, wo auch diese vier Siegel oder halt dementsprechend die Siegel ja auch dargestellt werden. Also es muss einfach irgendwas wieder im Sternbild Orion in der letzten Zeit passieren. Hier haben wir dieses Zeichen des Menschensohnes, das auch hier in der Mitte die Taufe Jesu darstellt. Also Jesu hier in dem Eridanus im Jordan, wo die Taube herunterkommt, also seine Taufe darstellt. Jesus Christus im Orion, wie gesagt, als Hohepriester dargestellt. Wo man auch seine, ja, außen, ja, seine Fußwunden sieht, hier unten die zwei Sterne und die oberen seine Handwunden, Betekreuze und Bellatrix. Oben auch dementsprechend hier durch die Dornenkrone, es ist halt das bisschen, ja, dieser Kopf sollte jetzt ein bisschen weiter unten sein vom Zeichnen her, der Mesa. Der symbolisiert hier mit diesem roten
hier so rot gezeichnet, dieser, ja, wie so ein Nebel, der im Prinzip durch die Dornenkrone, also quasi die Wunde an seinem Kopf verursachte. Die Dornenkrone. Und hier unten der Orionnebel, wo Wasser, quasi wo dieses Wasser und das Blut seiner Seitenwunde, wo dieser römische Soldat mit dem Speer eingestochen hat, symbolisiert. Also der Hohepriester, der quasi Fürsprache hält, sieht man mit seinen Händen, der vor Gott Vater quasi Fürsprache hält für den Menschen mit seinem Blut. Und hier im Zeichen des Menschensohnes ist er, wie auch im letzten Video erklärt, da sieht man auch ein schönes Bild, in der Pendeluhr dargestellt als König der Könige. Das einfach nur mal nochmals zur Erklärung. Und das Zeichen des Jona, hier oben haben wir das Schiff, hier dieser Walfisch, der dann Jona quasi aufnimmt, hier in diesem Walfischbauch ist. Und der Jona, wo er hier von diesem Schiff runtergeschmissen wird, Taube, also Jona übersetzt vom Hebräischen ins Deutsche, bedeutet Taube, der dann hier in diesem Walfischbauch, wo Jesus quasi diesen Walfisch geschickt hat und Jona in diesem Walfischbauch aufnahm. Also ganz kurze Erklärung zu dem Zeichen des Menschensohnes. Es beinhaltet natürlich noch viel, viel mehr. Gerne da auf gut so auf weiße Wolke gehen. Das sind hervorragende Artikel und auch Videos zu dieser ganzen, ja, zu diesem ganzen Zeichen des Menschensohnes vorhanden. Okay, also dieser K2-Pfad, dieses Kometen, der beginnt hier in der Pendeluhr und der bewegt sich dann hier in Richtung, ja, diesem Einhorn und wandert dann in so einer Schleife, da zieht er hier so eine Schleife und wandert dann in den Orion oder in diese Orion-Konstellation. Und in dieser Orion-Konstellation wird diese Verbindungslinie wieder zu dem Seif, wo ja der Außenstern oder wieder, also früher quasi für ein Siegel stand, wenn dieser, also quasi wenn das berührt wird oder aktiviert wird, genauso, also wenn man das jetzt wieder als Uhr bezeichnet und hier quasi diese Schnittlinien, wenn dieser Komet quasi diese Linie überschreitet, dann wird quasi wieder werden diese Außensterne als Siegelsterne sozusagen wieder aktiviert, ja. Und bis zum Zeichen des Menschensohnes war das, wo das vollendet wurde, das war der 28. Mai 2024. Das heißt, es wurden nur drei Sterne von diesen vier geschnitten bzw. berührt. Also würden diese quasi sehr gut zu dem fünften, sechsten und siebten Siegel passen. Also fünfte, sechste, siebte Siegel. Und hier am 28. Mai wäre quasi Jesus Christus wiedergekommen, beziehungsweise das Tag der Rache hätte begonnen am 28. Mai 2024 bis zum 4.6.2025, also 365 Tage plus 7. Das sind 372 Tage. Das wird her von einer Portionenberechnung. Ja, dazu gibt es auch einen Artikel dazu im letzter Countdown. Möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ungefähr der Tag der Rache bedeutet ungefähr ein Jahr. Ja, oder ein Jahr gleich. Also prophetische Tag, der Tag der Rache. Tag des Zorns ist prophetisch umgerechnet oder ja übersetzt quasi ein Jahr. Und jetzt will ich das mal mit euch kurz nochmal durchgehen. Dieses fünfte, sechste und siebte Siegel, das eingetroffen wäre, wenn wirklich das Ende der Zeit da wäre. Oder wenn Jesus Christus quasi kommen würde und das Jahr der Rache geschehen würde. Okay, schauen wir uns das an, wieder in den Bildern, das ich vorbereitet habe. Ah, das sehen wir hier. Hier befindet sich jetzt dieser Komet, der K2, also mit diesem roten, ja, diesen roten Strichen, ja, hier zu sehen, diesen vier, ja, wie so ein Visier, sieht man hier, dass er genau auf dieser Linie, Verbindungslinie steht, so zwischen am 26.12. bis zum 27.12.2023. Das wäre also die Zeit gewesen, was ja auch passen würde. Das wäre der zweite Weihnachtsfeiertag, also in der Christenheit. Man hört auch immer viel von Anschlägen. Wäre ein geeignetes Datum gewesen für das fünfte Siegel. Also für das, man muss es sagen, für den zweiten Teil des fünften Siegels. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, wo ich jetzt dann noch ganz kurz zurück muss, um das nochmal zu erklären, warum zweiter Teil des fünften Siegels. Kurzer Moment, müssen wir wieder diese Grafik öffnen. Es endet ja dieser Zyklus
Der 168 Jahre endete ja 2014. Und sozusagen begann nach dem Gericht an den Toten das Gericht an den Lebenden. Und das Gericht an den Lebenden begann sozusagen direkt im Anschluss. Und das war im Jahr 2014, wo dieser Zyklus ablief. Und dieser Zyklus und das genaue Datum des Gericht an den Lebenden, das kann man nachlesen im Artikel Die Verlegung des Gerichtshofs auf letztercountdown.org. Kann man hier diese genaue Grafik, wie das alles zustande kam, nachlesen. Und letzten Endes, also begann, kann man ganz rechts hier sehen, am 25. Januar 2014 begann das Gericht an den Lebenden im Jahre 2014. Okay, das war quasi das, werde ich später nochmal drauf eingehen, im Bibelvers. Dort begann das Gericht an den Lebenden. Also die Frage von den Märtyrern ist im fünften Siegel: Wann, o Herr, richtest du uns nicht und rächst du uns nicht? Also es sind zwei Fragen oder zwei auf zwei Sachen verweisen die oder sprechen diese Märtyrer unter dem Altar an, also das Blut, das zu Jesus quasi, die Seelen, die zu Jesus schreien. Ja, im Blut ist ja die Seele. Und die fragen, wann richtest du nicht und wann rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und das Richten hat eben am 25. Januar 2014 begonnen, weil diese Märtyrer bekamen weiße Kleider, also symbolisch, sie wurden gerecht gesprochen, ja, weil sie im Glauben an Jesus als Märtyrer gestorben sind. Und dann, wo sie diese, ja, und dann fragen sie eben diese Fragen. Weil das Gericht an den Lebenden ist dann zu Ende. Sie sind gerecht gesprochen, bekommen weiße Kleider. Das wird alles dort in diesem fünften Siegel, in dem Text, Bibeltext beschrieben. Und dann fragen sie eben diese zwei Fragen. Wann richtest und rächst du unser Blut, nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Und das Richten, weil das Gericht an den Lebenden am 25. Januar 2014 begann, hat Jesus Christus beantwortet diese Frage, weil es hier ja schon beginnt, weil er jetzt beginnt, das Gericht an den Lebenden. Also er fängt jetzt schon an zu richten. Ja? Also er beurteilt die Leben der Lebenden sozusagen. Okay, das habe ich vorher noch ja, kurz vergessen gehabt. So, also und hier wäre der zweite Teil, wenn das Zeichen des Menschensohnes, also quasi die Symbolik sich erfüllt hätte, wenn wirklich alle Menschen, also die Märtyrer, eingegangen wären, hätte sich dann erfüllt und das fünfte Siegel wäre hier der zweite Teil des fünften Siegels, dass die Rache kommen würde, also dass auch Michael, wie man hier sieht, mit diesen zwei Beinen, wäre er aufgestanden, also wie in Daniel 12 ja berichtet, der Zeit der Trübsal, wo Michael aufsteht für sein Volk und hätte dann auch gerecht, ja, also rächen, also Gericht geübt, also Rächen in dem Sinne, wo auch dann die Plagen fallen, wo dann wirklich Gerichte fallen, wo dann wirklich Menschen auch, ja, sterben werden, viele Menschen sterben werden. Okay, das war das fünfte Siegel. Dann gehen wir zum sechsten Siegel über. Das ist hier dargestellt. Also ich habe jetzt hier, weil er immer das eine Tag vom Zentrum aus. Ja, von dieser Uhr muss man immer zu den Außensternen gehen. Jetzt haben wir hier den Alnitak mit dem Rigel, ist jetzt verbunden, das habe ich gemacht. Und da sieht man, dass auf dieser Verbindungslinie dieser Komet hier mit diesem, ja, Fadenkreuz oder Visier, wie man es auch nennen mag, das 1.1.2024 anzeigt, also Neujahr. Das sechste Siegel beinhaltet ein Erdbeben. Es gab ein ganz Ich sage jetzt mal, war schon ein größeres Erdbeben, aber noch ein relativ schwaches Erdbeben. Also wenn man das sechste Siegel, da erwartet man ja schon, dass es richtig rumst, ja. Und dieses sechste Siegel, also da gab es dieses Erdbeben in Japan. Also das hat halt dann an Fukushima erinnert. Und ab diesem 1.1. wäre dieses sechste Siegel, hätte begonnen, ja. Aber da sich halt die Ernte nicht erfüllt hat, da nicht alle Menschen gefunden worden sind und Jesus dieser Schwur leistet, dass es nochmals 7 Jahre dauern würde oder er noch 7 Jahre hinzufügt, also maximal 7 Jahre, dass er als Fürsprecher, ja, mit seiner Wunde, also deswegen auch nur ein Arm und nicht beide Arme, wie erklärt im letzten Video, im Daniel 12 sind es beide Arme, also er schwört an den Bund, ja, das Gericht an den
an den Toten, wohl quasi zur linken Seite, und das Gericht an den Lebenden. Deswegen nur ein Arm, ja, für diejenigen, die noch leben. Also das ist der Schwur, dass es jetzt noch 7 Jahre im Gericht an den Lebenden weitergeht. Also maximal, da steht ja auch in diesem Text in Offenbarung 10, dass es keine Zeit mehr sein wird. Aber das Schwören bedeutet 7-mal die keine Zeit mehr. Und Zeit ist, steht für ein Jahr. Zeiten, halbe Zeit, das wissen wir ja mit. Also für ein Jahr, 2 Jahre, ein halbes Jahr. Deswegen ist in Offenbarung 10 diese Erwähnung von der, es wird keine Zeit mehr sein, auch ein Jahr. Aber er sagt ja, es wird kein Jahr mehr sein, also weniger wie ein Jahr. Und das wissen wir nicht. Das ist ja auch diese Zeitverkürzung eventuell, wo damit beinhaltet ist, was in Matthäus 24 beschrieben ist. Wenn er die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Fleisch errettet werden. Okay. Das ist das sechste Siegel, das sich da, ja, das sich dort ereignet hätte. Wir haben ja auch im 8.4., also 2024 hatte man die Sonnenfinsternis, und auch die Mondfinsternis war dann kurze Zeit später, oder ja, es gab ja auch dieses Phänomen, dass durch diese Sonnenfinsternis gab es so ein Pink-Phänomen, dass dann der Mond wie so pink-rötlich erschienen ist. Also hätte dann quasi auch die Mondfinsternis erfüllt, das im sechsten Siegel erwähnt ist. Okay. Das war, wäre die Erfüllung des sechsten Siegels gewesen, weil ja im Prinzip jetzt dieser K2-Komet durch diesen Außenstern markiert hätte als sechstes Siegel oder quasi aktiviert hat, hätte. So, und jetzt kommen wir zum siebten Siegel. Jetzt habe ich Alnitak, den Stern hier mit Bellatrix verbunden. Und dieser, ja, und das ist, und es zeigt den 15.04.2024 an. Ein interessantes Datum. Das war ja, mein Datum an dem, genau an diesem Tag. Also Bellatrix steht eigentlich für die 144.000. Wo dann die halbe Stunde Stille im Himmel also quasi stattfindet. Diese halbe Stunde Stille im Himmel bedeutet also, dass die ganzen Engel alle anderen intelligenten Lebewesen im Universum den Atem anhalten, weil in dieser Zeit, davon gehe ich aus, müssen die 144.000 quasi ja, eine Zeit der größten oder der allergrößten Drangsal oder quasi der eine Zeit durchstehen, ohne Jesus als Fürsprecher. Ja, das sowieso. Und ja, und in dieser Zeit, ja, ohne Sünde im Prinzip durchleben. Aber das Interessante ist jetzt, wenn man das jetzt hier verbindet, wo sieht man jetzt hier die halbe Stunde oder wird da irgendwann eine halbe Stunde angezeigt? Und wenn wir jetzt schauen, also uns den E3-Kometen im Zeichen des Menschensohnes anschauen, nicht der K2-Komet, sondern den E3. Ja, schau, ich muss wieder die Bilder blättern. Kurzer Moment. Das haben wir jetzt hier auf diesem Bild. Genau das gleiche Datum, 15.04. Und wenn man dann vom Zentrum von dieser Uhr, also vom Uhrzeiger, hier ausgeht und zu diesem und in, ja, und das verbindet mit diesem K2, also mit dem Kometen E3, der diese weiße Linie zieht, der sich hier genau am 15.04. an dieser Position befindet, zeigt es auf der Pendeluhr zwischen 6 Uhr, also zwischen Pendelende, also zwischen diesem Pendel und zwischen dieser Hilfslinie genau eine halbe Stunde an. Also der Text heißt ja, etwa eine halbe Stunde war Stille im Himmel. Und eine halbe Stunde, interessanterweise, also das ist das siebte Siegel, wo dort geöffnet worden wäre, wo die 144.000 dann quasi in der größten Zeit der Trübsal, der Drangsal quasi bestehen müssen. Natürlich unter dem Schutz von Herrn Jesus Christus oder von Michael, weil er ja aufgestanden weil er aufgestanden wäre. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, was bedeutet das jetzt eine halbe Stunde? Jetzt müssen wir ja diese halbe Stunde rein theoretisch, wenn es da ja beginnt, auch am 15.04. zählen. Also ungefähr eine halbe Stunde. Eine ganze Stunde sind 364 Tage oder 365 Tage. Also machen wir mal 182 Tage und die rechnen wir mal aus vom 15.04.2024. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Das habe ich hier vorbereitet und hier berechnet. Das wäre der 15.04.2024 plus, also eine halbe Stunde ist auf der Pendeluhr, muss man dazu sagen, nochmals als zur Verdeutlichung. Zur Verdeutlichung.
Eine Stunde auf dieser Pendeluhr bedeutet immer ein Jahr. Deswegen ist es eine halbe Stunde, ein halbes Jahr sozusagen. Ja? Was sind es? Statt 364 Tage haben wir 182 Tage oder 365, dann sind es halt 182,5. Könnt jetzt hier auch noch 183 draus machen. Und das gerechnet vom 15.04. an, wo das siebte Siegel sich öffnete, und dann ist ja eine halbe Stunde Stille im Himmel. Also da ist jeder gespannt drauf, in dieser allerletzten Phase des Gerichts an den Lebenden, an den 144.000, ob sie ohne Sünde bis zum Ende durchgehen werden, bis Jesus Christus kommt. Und das ist dann, wenn wir das jetzt ausrechnen, dann haben wir hier der 13.10. Aber dieser Text in Offenbarung 8 mit dem siebten Siegel, und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Also können wir auch wieder 7 Tage ungefähr noch dazu rechnen, weil das im Prinzip die ausgerechnete Zeit ist oder die angegebene Zeit eigentlich im Adventismus durch Ellen White, dass die Reise vom Orion, also von der heiligen Stadt, die kommt aus dem Orion, 7 Tage beträgt. Okay, schauen wir uns das an. Dann rechnen wir 7 Tage dazu. Vom 13.10., da kommen wir raus, plus 7 am 20.10.2024. Interessanterweise gab es einen Traum ja, von einer Schwester, in diesem Traum wird angegeben, dass Jesus Christus am 20. Oktober 2024 wiederkommt. Also der Traum wurde gegeben in der Zeit 2023, ja, wo ich persönlich wirklich noch gedacht habe, dass der Herr 2024 auch kommen wird, dass das wirklich jetzt die endgültige Erfüllung ist, also dieses Zeichen des Menschensohnes, dass wirklich die Ernte eingebracht werden wird, die endgültige Ernte, dass jede Seele dann gefunden werden wird. Was dann wirklich wieder sehr, sehr, sehr interessant ist, dass dieser Traum eigentlich das bestätigt, wenn man das jetzt in diesem Zeichen des Menschensohnes anschaut. Okay. Aber jetzt möchte ich mit euch, das sind diese fünfte, sechste und siebte Siegel, jetzt möchte ich mit euch im Prinzip das fünfte Siegel anschauen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen die Bibelverse auch lesen und die dann auch zusätzlich zu diesen, ja, zu den Himmelszeichen oder zu diesem Himmelsbild zusätzlich auch verstehen. Okay. Suchen wir das Bild aus, kurzer Moment noch. Das ist das Bild, genau. Also ich habe vor ein paar Tagen, habe ich einfach nachgedacht, wann ist denn Pfingsten? Also, weil für uns oder für mich ist es schon wichtig, wir kennen den Kalender Gottes oder wissen, wie der Jahresanfang quasi berechnet wird oder wie man diesen ermittelt. Und wissen dann auch ganz genau, wann Passa ist und können dann natürlich auch ganz genau Pfingsten ausrechnen. Vielleicht ganz kurz möchte ich es erklären. Also die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die ist immer am 20. März. Und nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche, immer danach, muss man schauen, wann sich der erste Neumond bildet. Also ein Neumond bildet in dem Sinne, wann sich die erste Sichel ausbildet. Deswegen muss man abends dann schauen, also Jerusalem, also quasi die Meldungen abwarten, wann sich, also in Israel, wann sich im Prinzip diese Neusichel, wann der Neumond quasi entdeckt wurde mit dieser Sichelform. Aber zusätzlich ist es auch noch wichtig, das ist ja der Monat Abib, der auch in der Bibel beschrieben wird. Abib heißt Reife. Und das erste Korn, oder wo beschrieben wird, auch in der Bibel, oder wo, das sind die Erstlingsfrüchte, die ja dargebracht wird, dann am 16. des ersten Monats, die Erstlingsgabe, Erstlingsfrüchte, weil Jesus Christus war ja auch die Erstlingsfrucht. Die 144.000 werden auch als die Erstlingsfrüchte bezeichnet. Und der Monat kann erst anfangen, weil ich muss ja am 16. des ersten Monats, also 2 Tage nach Passa, wird ja diese Erstlingsfrucht gewoben, quasi dargebracht vom Hohepriester. Und das kann ich natürlich nur, wenn die Erstlinge, also wenn die Gerste reif ist, dann kann ich auch quasi die Gerste ernten als Erstlingsfrucht oder einen Teil davon. Wenn diese dann gewoben ist, dann wird die restliche Ernte auch geerntet. So.
Also, das sind diese drei Kriterien. Einmal die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Nach dieser Frühlingstag- und Nachtgleiche muss ich quasi den Neumond schauen, wann sich der erste Neumond bildet, also die Neumondsichel. Ja, wenn man zum ersten Mal bei Sonnenuntergang am Abend die Neumondsichel also quasi sichtet. Zusätzlich muss aber auch noch die Gerste reif sein und dann beginnt das neue Jahr. Sollte die Gerste beim ersten Monat nicht gesichtet werden, wo rein theoretisch also die Sichel gesichtet wurde vom Neumond, dann ist automatisch ein Monat später, dann ist normalerweise die Gerste oder muss die Gerste reif sein. Dort beginnt dann beginnt das Jahr ein Monat später. So ist einfach, so ist die Regel. Okay. Und deswegen, ich habe mich gefragt, wann ist denn jetzt Pfingsten? Also ja, wann ist jetzt quasi 50 Tage nach der Erstlingsfrüchte? Das steht ja im 3. Mose. Ich glaube, 23 werden diese Feste quasi beschrieben, wie sie zu bestimmen sind, und auch der 7-Tags-Sabbat, dieser 7-Tages-Rhythmus wird dort festgehalten. Und dort wird beschrieben, dass man nach dem, also ersten Tag der, ja, also der 15. des ersten Monats ist quasi ein Festsabbat. Das ist ein Festtag, dieser 7 Tage der ungesäuerten Brote, und dass man nach diesem Festtag Sabbat 50 Tage inklusive des Tages der Erstlingsfrüchte zählen soll. Okay, das hab ich dann gemacht, und dann kommt man am 13.07.2024, also vom 12. auf den 13. 7. Ist quasi Pfingsten oder der wahre Pfingstfest. Ja, also quasi damals, wo der Heilige Geist herunterkam und die Jünger quasi ausgestattet hat, in Macht und Kraft auszugehen, um das Evangelium zu verkünden. Was ja dazu wieder passt, weil wir jetzt in die heiße Phase ja, des Gerichts an den Lebenden treten. Interessanterweise war das ja damals früher auch so bei den Aposteln, wo der Heilige Geist auf sie herunterkam, und dann gingen sie aus. Ja, die ersten 3,5 Jahre, ja, sie haben Widerstand erlitten, sind ins Gefängnis geworfen worden, gefoltert, verfolgt. Aber dann kam der erste Märtyrer nach 3,5 Jahren, das war der Stephanus. Und dann kam die große Phase, wo dann das Evangelium, also die Juden haben das Evangelium einfach nicht angenommen. Und so hat sich dann quasi die Verfolgung der Juden, durch die Juden hat dann diese Neuchristen, die evangelisierten Neuchristen vertrieben, auch die Prediger, also auch die Apostel, und dementsprechend hat sich das Evangelium ausgebreitet in die Heidenvölker. Ja, und das symbolisiert ja letzten Endes die Märtyrerzeit, also wo Märtyrer einfach eingehen. Und genauso das symbolisiert das jetzt wieder, dass Märtyrer eingehen. Aber jetzt muss ich dieses fünfte Siegel, also ich muss wieder dieser Bethegeuze-Punkt, der muss wieder aktiviert werden, dass es auch tatsächlich stattfindet. Wenn man jetzt 10 Tage weitergeht, also mit der Zeit quasi im Stellarium diesen Kometen Richtung Zukunft bewegt, Richtung 23.07., das schauen wir uns jetzt gerade mal an, dann, wenn man diesen Alnitak-Stern, also wieder das Zentrum dieser Uhr mit dem Bethegeuze-Punkt verbindet, kommt man genau in Flucht, ja, dieses Fadenkreuzes, dieses Kometen K2. Sozusagen aktiviert jetzt wieder dieser K2 das wahre fünfte Siegel, das sich jetzt öffnet. Also das fünfte, Entschuldigung, das war jetzt falsch, das fünfte Siegel hat sich schon geöffnet 2014, aber es wird quasi die heiße Phase eröffnet. Also quasi die Rache findet auch statt, und die restlichen Märtyrer werden jetzt quasi wo Jesus diese Antwort gibt: Wartet noch eine kleine Zeit, bis die restlichen Märtyrer quasi auch eingehen. Und das wird hier jetzt markiert mit dem Bethegeuze-Punkt, der ja auch wieder für Blut, Rot, Krieg, Bruderkrieg, ja, Blut, Märtyrerblut aktiviert wird. Jetzt ist es ganz interessant. Jesus Christus nennt, also wir lesen das jetzt mal kurz, diesen Text, dass da auch jeder das da mitkommt, weil ich habe das ja vorbereitet. Das ist immer ziemlich schwierig, das auch noch gleich zu verstehen. In Offenbarung 6, also wird dieses fünfte Siegel und auch das sechste Siegel beschrieben. Lesen wir es einfach mal von ganz von Anfang an.
Das ist das vierte Siegel. Da, Vers 9, Offenbarung 6, Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes. Also die Seelen, ja, des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, also sie sprechen zu Jesus, also Jesus muss an diesem Altar, vielleicht durch den Stern jetzt, durch den Wandelstern auch präsent sein oder muss an diesem, sich an diesem Altar befinden, das sehen wir nachher auch gleich in diesem in diesem Himmelsbild. Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist? Und das sind jetzt die zwei Fragen. Richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also das Richten hat schon begonnen, 2014, wo das Gericht an den Lebenden begann. Aber jetzt kommt die zweite Phase, tritt in Kraft und jetzt rächt er. Er fängt an, das Blut, ja, von den Märtyrern an denen, ja, das Blut an denen, die auf der Erde wohnen, rächt er jetzt. Weil es ist ja das Gericht an den Lebenden. Jetzt kommen auch Gerichte in diese Welt. Plagen oder Posaunengerichte. Ja? Okay. Und dann spricht der Herr Jesus. Und es wurde ihnen einen jeden ein weißes Gewand gegeben. Also diejenigen, wo im Gericht an den Toten beurteilt wurden, die haben schon ein weißes Gewand bekommen. Also diejenigen, die treu als Mörder für Jesus gestorben sind. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Also eine kleine Zeit. Diese kleine Zeit, die werden wir jetzt gleich sehen, wie lang das ist, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden. Die ebenso wie sie getötet werden würden. Das ist das fünfte Siegel. Jetzt schauen wir mal, was bei Smyrna, die Gemeinde der Märtyrer, was da geschrieben steht. Was ganz Interessantes. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe, dieser sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde, also Jesus selber stellt sich wieder vor, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, jetzt kommt es, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben. 10 Tage. 10 Tage lang. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Diese 10 Tage sind prophetische 10 Tage. Das bedeutet 10 Jahre. Und 10 Tage sehen wir jetzt auch wieder in dieser Abbildung also wenn wir von der Ausgießung des Heiligen Geistes quasi am Pfingsten, am 13.07. ausgehen. Es ist natürlich symbolisch. Der Geist wird jetzt ausgeschüttet, der wird jetzt allen, quasi den 144.000, auch den Märtyrern, die, wo halt zu Gott gehören, die werden jetzt gestärkt durch den Heiligen Geist und vor allen Dingen die 144.000, die Märtyrer stärken werden, ja. Da wird jetzt der Geist ausgegossen und das Evangelium wird jetzt ein letztes Mal in der Welt in diesen nächsten 7 Jahren, ja, in der 11. Stunde, verkündet, ja, also den Menschen. Und das sind genau von diesem 13.07., wo Pfingsten ist, bis zum 23.07. sind es genau 10 Tage. Wieder diese Zeit, wo verweist, also wo jetzt dieser Betigeuze, dieses fünfte Siegel hier aktiviert wird, also dieser Außenstern Betigeuze, der für das fünfte Siegel steht, rot, Blut, ja, und aktiviert es. Also das verweist somit auf das fünfte Siegel. Und genau zwischen der Zeit, zwischen 13. und 23. sind 10 Tage. Also können wir sagen, dass am 23.07. quasi dieses zweite Teil des fünften Siegels jetzt in Kraft tritt und die letzte Zeit der Märtyrer kommen wird. Ja, die letzte Zeit des Gerichts an den Lebenden. Total interessant. Was wir jetzt daraus lesen können, dass es eigentlich 10 Tage sind, das sind aber prophetische Tage, das sind eigentlich 10 Jahre. Eventuell dauert es von 2024 bis 2034. Also die Agenda 2030, das was der Feind eigentlich vorhat und was auch durch diese 70. Jahrwoche eigentlich andeutet wird, dass 2030 dann dieser Antichrist aufstehen wird oder dass das ja, dass der Antichrist aus dem Abgrund aufsteht und ab dort 3 oder 3,5 Jahre
Das, was ja in Offenbarung 13 mit dem ersten Tier aus dem Meer erwähnt wird und in Daniel 7, ja, da wird auch das Tier beschrieben, dieses Horn, das 11. Horn, das größere, wo dann quasi drei von den 10 Hörnern ausreißt und der, ja, dann 3,5 Jahre die Gerechten und Heiligen überwinden wird, wird dort quasi ja, andeutet. Und das könnte diese allerletzte Phase dieser 10 Jahre sein, diese 3 oder 3,5 Jahre, wo dann bis 2034, von 2030 bis 2034 passieren wird. Ich kann nur das auslegen, was ich jetzt hier erkenne. Ich weiß nicht, ob es bis 2034 geht, also quasi bis 2030 wäre dann das ungefähr, oder 2029, 2030 wäre dann Jesus noch als Hohepriester im Allerheiligsten, würde dann dort 2029, 30 ungefähr also vom Allerheiligsten ins Heilige den Fürsprachedienst beenden. Dort werden dann die 144.000 oder die große Ernte durch die 144.000 werden dort eingebracht zuvor, ja, die gute Ernte, die Weizenernte, und dann würden dementsprechend die Versiegelten, die wo als Märtyrer sterben, oder Märtyrer werden wahrscheinlich auch vor 2030 viele sterben, aber danach kommt dann diese große Märtyrerzeit, die, ja, wo dann die Heiligen und Gerechten überwunden werden, wie beschrieben in Daniel 7 oder auch diese 3,5 Jahre des ersten Tieres in Offenbarung 13. Gut, aber jetzt möchte ich nochmal auf ein Bild eingehen, weil ja diese Märtyrer unter dem Altar zu Jesus rufen. Wenn wir dieses Bild haben am 13.07., der 13. Juli 2024, und da kann man erkennen, dass Jupiter an diesem Horn oder an einem Eck, also der Stier, das ist quasi der Altar, das ist diese Altarplatte, also der Stier, also das Opfer wird quasi auf diese Altarplatte hier aufgebracht. Und hier sehen wir diese 4 Hörner von diesem Altar. Der wird ja auch beschrieben in der Bibel, dass es 4 Hörner sind, und an diese Hörner wurde das Blut im Alt vom im Ant also beim alten Israel, wo mit diesen ganzen Opferdiensten und mit diesen Ritualen wurde dieses Opferblut der Tiere zur Sühnung der Sünden von Israel oder von Personen, wurde an diese 4 äußeren Hörner geschmiert. Und hier sehen wir den Jupiter. Das ist eigentlich der König, der ist bekannt für den Königsplanet. Und ja, sagt ja schon alles, es repräsentiert letzten Endes oder symbolisiert letzten Endes unser Herr Jesus Christus. Und der ist auch hier, ja, an so einem Horn am Altar. Denn er war das große Opfer, das ja am Kreuz dargebracht wurde. Er war letzten Endes der erste Märtyrer, wenn man es jetzt mal so sagen darf. Und hat natürlich sein Blut. Er hält ja Fürsprache und er hat auch dieses Blut. Also, das sieht man ja, ist halt auch verbunden mit einem so einem Horn an diesem Altar, und aus seinem Blut quasi, ja, wurde als Märtyrer vergossen. Und diese Seelen, die jetzt unter diesem Altar sind, also alle Märtyrer, die jetzt am Gericht an den Toten beurteilt wurden, die schreien im fünften Siegel, diese Seelen, ja, das Blut, das schreit, ja, dieses Blut, das wird schon erwähnt beim 1. Mose Kapitel 4, ja, mit dem Kain, als Kain im Prinzip seinen Bruder, den Abel, ermordete. Da spricht der Herr Jesus zu ihm. Da spricht der Herr Jesus zu ihm, also zum Kain. Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Also die Seele, ja, im Blut ist die Seele. Die Seele ruft zu mir um Rache letzten Endes. Das, was in diesem, ja, das, was in Offenbarung 6, in diesem fünften Siegel erwähnt wird, dass diese schreien unter dem Altar, ja, und die befinden sich also symbolisch halt hier unter diesem Altar. Ja, hier sieht man auch den Aldebaran. Der ist auch rot, blutig, ja, ein blutiges Auge, wofür die Märtyrer stehen könnte. Und also symbolisch, ja. Und hier sieht man auch den Mars jetzt in diesem, quasi in dieser Konstellation drin, ganz knapp, wo dann steht, hier wurde jetzt dann auch passt, dass der Herr jetzt rächt, dass die Zeit der Rache jetzt auch gekommen ist. Dass er nicht nur richtet, sondern dass er jetzt auch rächt. Dieser Mars steht für Krieg, ja. Er führt jetzt Krieg gegen diejenigen, die nicht zu ihm gehören, die zum Feind gehören, zu Satan.
Und ja, da rufen diese Märtyrer, diese Seelen, dieses Blut ruft den Herrn Jesus an. Wie lange richtest und rächtst du nicht? Und jetzt fängt er an rächen. Jetzt ist auch dieser Mars in dieser Konstellation drin. Jetzt fängt er an, dementsprechend auch Posaunengerichte und Gerichte auf diese Welt zu bringen. Ja, und ja, die Märtyrer zu rächen. Was auch noch schön ist, hier die Sonne. Die Sonne aktiviert eigentlich immer eine Konstellation. Wenn jetzt diese Sonne in einem anderen Sternbild wäre, dann würde sie, wenn die Sonne jetzt hier wäre, dann würde sie diese Konstellation aktivieren. Aber die Sonne ist in den Zwillingen drin und der rechte Zwilling oder der linke Zwilling, Entschuldigung, der Pollux, der hat eine Sichel in der Hand. Das bedeutet jetzt auch, diese Sonne, das ist auch sozusagen noch jetzt an dem Arm, an dem Sichelarm, an dem Erntearm, dass die Zeit der Ernte, ja, nicht nur ist für die Märtyrer, aber dass die Zeit der Ernte, dass die 144.000 ausgehen, die Zeugen und viele einbringen, ja, die gute Ernte. Ja, nochmal das letzte Evangelium der 11. Stunde, wo er beschrieben wird im Weinberg, der Arbeiter in der 11. Stunde. Das sind die letzten, die quasi zur Arbeit erscheinen. Das sind die 144.000, die jetzt rausgehen und dementsprechend durch den Heiligen Geist, wo ausgegossen wird, am Pfingsten, 13.7., und ihr Werk vollbringen. Also quasi viele zur Gerechtigkeit führen. Das ist alles in der Symbolik enthalten. Und man kann auch hier sehen, was ich jetzt vergessen habe, dass auch diese Keule, ja, wo der Herr Jesus als Hohepriester in der Hand hat, wird hier. Also dieser eine Strich oder diese eine Konstellationslinie oder Sternbildlinie wird genau am 13.07. wird hier im Prinzip ja, gekreuzt oder wird aktiviert oder steht halt genau auf dieser Sternbild, also aktiviert oder diese Keule, also diese Waffe, was ja auch wieder sagt, was ja auch wieder dazu passt, wo die Märtyrer fragen, wann rächst, wann fängst du an uns zu rächen, ja? An den Lebenden hier auf der Erde. Und das ist auch nochmal mit dem Mars dargestellt, dass er auf der Jesus fängt jetzt an, mit der Rache Krieg zu führen. Ja. Genau. Ja, was ich jetzt auch nochmal vergessen habe, was ich vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen möchte, mit der ursprünglichen, wenn sie es hätte erfüllen können, ja. Interessanterweise, also wenn quasi das siebte Siegel gewesen wäre, im Zeichen des Menschensohnes, diese halbe Stunde Stille, ich glaube, das ist eigentlich klar bewiesen. Also einmal, ja, hier zeigt es diese halbe Stunde in dieser Penluan und der dritte Stern, also nach den vier ursprünglichen Siegel, fünfte, sechste, siebte, da stand ja im Prinzip, schauen wir uns das nochmal an. Da steht er verbunden mit dem Bellatrix, ja, steht dieser K2 genau in Flucht mit dem Bellatrix am 15.04. Und diese halbe Stunde, ja, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, oder halt ab diesem Zeitpunkt vom 15.04., das schauen wir uns jetzt nochmal an mit den Berechnungen wegen Portionen des Heiligen Geistes. Vom 15.04. ist interessanterweise bis zum 4.06. wären es 51 Portionen. Das waren die Portionen, das kommt auch aus dem Studium heraus, kann man in letzter Countdown nachlesen. Ja, aus dem Studium, aus dem mosaischen Opfersystem und auch das, was erwähnt wird bei Hesekiel, wie geopfert wird. Da kommen 51 Portionen heraus. Quasi die damals Jesus Christus seinen Jüngern, ja, sie angeblasen hat, bevor er dann im Prinzip zum Vater aufstieg. Und diese 51 Portionen Heiligen Geistes, also wo er sie am Sonntag angeblasen hat, wo er sie getroffen hat, in diesem Raum oder in diesem oberen Raum, die haben dann ausgereicht. Das ist halt ein Studium vom Opfer, also mosaische Opfersystem. Das kann man im letzten Countdown, kann man das nachlesen. Opferschatten 1 und Opferschatten 2. Das kann man dort nachlesen. Da kommen eben diese Portionen raus für die Ausgießung des Frühregens und des Spätregens. Die 51 Portion steht für den Frühregen und die 372 Portionen für den Spätregen. Und, ja, und jemand hat da ja, dieses Studium durchgeführt und hat durch dieses mosaische Opfersystem rausbekommen, dass damals Jesus Christus
die ja, Apostel oder die Jünger mit angehaucht hat, mit Heiligen Geist. Und dass es dann 51 Portionen beziehungsweise für 51 Tage gereicht hat. Und das reichte dann genau bis zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie herunterkam. Und genauso gibt es auch für die Herbstfeste, wo die Opfer, wo das natürlich die Opfer dargebracht werden, und die Frühlings- und die Herbstfeste im antitypischen Opfersystem, das ich glaube ich in Hesekiel beschrieben steht, das dann quasi auch das Buch, Hesekiel ist das Buch der 144.000. Und dort kommt aus diesem Opfersystem, wurde dann berechnet, 372 Portionen an Heiligen Geist oder Heiligen Geist an, für 372 Tage. Und diese 372 Tage, wenn man die jetzt dazu rechnet, vom 4.6. an, würde dann natürlich am 4.6.2025 enden. Aber wie ich schon gesagt habe, mit diesem 20. Oktober, mit diesem, ja, diese halbe Stunde Stille des siebten Siegels, wird es quasi halbiert, quasi die Zeit wird halbiert, wird verkürzt. Das ist vielleicht auch die Zeitverkürzung, wo da drin steht, was in Matthäus 24 auch beschrieben steht. Und es sind dann doppelte Portionen, wo die 144.000 quasi am Ende dieser Zeit gehabt hätten, wenn sie in Erfüllung gegangen wäre. Dann kommen wir auf den, normalerweise auf den 11.06. Ja, 11.06. 2025. Aber wie wir gesehen haben, hätte das ja am 13.10.2024 geendet. Deswegen wären es dann zweimal 182 Portionen gewesen. Also eine doppelte Portion sozusagen. Und dann wären noch 7 Portionen übrig gewesen. Und das wäre im Prinzip für die Reise, also 7 Tage Reise vom Orion, wäre Jesus ja, zu uns hier auf die Erde gekommen, und genauso ist dann auch die Rückreise in den Himmel mit den Heiligen, dauert dann auch 7 Tage, also gefühlte 7 Tage. Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Okay, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erläutert. Hier sehen wir dann auch nochmal ein Vergleichsbild. Einmal den K2, wo er sich befindet am 13.07., also am Pfingsten diesen Jahres. Muss man dazu sagen, das ist die zweite Möglichkeit. Also wir sagen immer, es gibt eine erste Möglichkeit und eine zweite Möglichkeit. Und die erste Möglichkeit in diesem Jahr begann das Jahr. Dort wurde die Gerste gefunden. Aber wir betrachten immer beide Möglichkeiten. Und meistens ist es so, dass der Herr Jesus Christus immer den letzten möglichsten Zeitpunkt abwartet. Also was sein Zeitplan angeht. Deswegen ist der 13.07. die zweite Möglichkeit quasi des Jahres, also vom Jahresanfang gerechnet, die zweite Möglichkeit, und deswegen auch das zweite Pfingsten, also Pfingsten der zweiten Möglichkeit. Und da wird im Prinzip diese Keule aktiviert, das habe ich ja schon erklärt, aber hier sieht man im Prinzip die Ausgießung des Heiligen Geistes und dass dann 10 Tage später die Aktivierung von dem Betelgeuse-Stern, dass hier jetzt dieser zweite Teil des fünften Siegels beginnt, ja. Also das, die restliche Zeit auch, also diese wirklich letzte Zeit des Gerichts an den Lebenden. Und hier sieht man wunderbar dieser Schwertfisch, im Deutschen heißt er Schwertfisch, also im Stellarium, wenn man hier das mal im Stellarium sieht, dieser Schwertfisch hier, da befindet sich der E3, der Komet E3, der eben diese Bahn, diese weiße Bahn zieht, der befindet sich genau hier an diesem Schwertfisch, und im Englischen heißt er Dorado, das ist also ein Goldfisch. Und bei der Gemeinde Smyrna wird erwähnt, dass sie, ja, dass sie reich sind an Glauben, dass sie wertvoll sind. Und dieser Dorado oder dieser Schwertfisch wird halt in diesem Zeichen des Menschensohnes, da gibt es noch einen Artikel dazu, auf Gutshof Weiße Wolke zum Zeichen des Menschensohnes, da werden quasi auch die 7 Gemeinden mit Konstellationen in diesem Zeichen des Menschensohnes in Verbindung gebracht. Und da symbolisiert dieser Schwertfisch oder der Dorado, symbolisiert die Märtyrer, also quasi die Gemeinde Smyrna. Was man auch hier schön sehen kann, dass jetzt die Zeit beginnt, wo ja die Märtyrerfische, also die Märtyrer in das Netz hier, also quasi gefischt werden und eingebracht werden. Also die heiße Phase der Zeit des Märtyrertums beginnt jetzt. Okay, das war eigentlich im Großen und Ganzen alles, und ich hoffe, euch hat es gefallen
Und ich im nächsten Video, also in den nächsten 2 oder 3 Videos, werde ich einerseits die Gesamtzeit des Gerichts an den Toten und den Lebenden eingehen. Da gibt es für mich neue Erkenntnisse dazu. Möchte gerne das ausarbeiten und euch präsentieren. Also wann wirklich das absolute Ende ist. Oder das, da gibt es ja, kann sein, dass es auch einen Zwei-Stufen-Plan gibt, das die Pendeluhr anzeigt, aber das mache ich dann separat. Ja, dementsprechend, was die Pendeluhr anzeigt. Also was für ein Zeitplan. Und die zwei, die bestätigen sich eigentlich gegenseitig. Also die Zeitlinie des Gerichts an den Toten und die Zeitlinie des Gerichts an den Lebenden, das zusammengefasst, diese Zeitlinie bis zum Ende, also wann Jesus wirklich kommt, findet eine große Übereinstimmung mit dem, was die Uhr am Himmel, ja, wo ja Gott uns auch die Zeit zeigen möchte, ja, übereinstimmt. Also was quasi die Pendeluhr zeigt. Das werden die nächsten 2 Videos sein und dann das dritte Video wird dann zusätzlich noch sein, falls ich das nicht schon in einem von diesen beiden Videos behandelt habe, wird dann die, ja, werden die 2 Zeugen sein, die aus meiner Sicht die 144.000 sind, die in der Kraft des Geistes, die Gebote, also in der Kraft des Geistes von Elia, die Gebote, die Mose gegeben wurden, die beiden Zeugen, Elia und Mose deswegen auch, werden ausgehen und das Gesetz wieder groß machen und das letzte Evangelium verkünden und eine große Ernte einbringen. Okay, ich bedanke mich und ja, hinterlasst mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Video wieder dabei seid. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao!